Yay! Meine Damen und Herren, I am Loni and I have richtig Bock. Northampton geht in die nächste Runde. Die Liga ist gefragt, wie wird's... Hoppla, schön getroffen. Wie wird's in der Liga weitergehen für die Northamptoner, die ja im Pokal jetzt hier ihr tolles... Hoppla, ihr tolles 3:0 geschafft haben. Und damit im Capital One Cup locker in der Runde weiter sind. Ja, wie werden sie sich hier in der Liga weiterhin schlagen? Machen wir erstmal kurz diese komische Challenge hier. Machen wir eben nicht diese komische Challenge, dann leck mich! Leck mich am Arsch, du Spast! Und da laufen sie auf. An einem wunderschönen Fußballnachmittag heißt es Northampton, der fünfte Platz hier, 8 Spiele, 16 Punkte. Stimmt, haben wir ja gesagt, 2,0 Punktequote. Darf hier bei Torquay United gastieren und hoffentlich natürlich für die Gästefans hier auch 3 Punkte mitnehmen. De Montagnac auf jeden Fall mal locker schnittig angefangen hier. Erstmal super unter Druck gesetzt. Und das hier nach 2 Minuten. Also damit haben die Gäste, die Gastgeber, die Gäste sind ja wir, die Gastgeber haben damit, glaube ich, nicht mit gerechnet, dass es so schnell hier zack auf zack gehen könnte. Und da haben sie sich nicht drauf eingestellt. Das könnte jetzt ihr Verhängnis werden. Nichols. Es wollte geschickt werden, sollte geschickt werden. Wurde aber leider nichts. Kommt, nachsetzen. Zweites Mal nachsetzen. Na, dann eben nicht. Kein Abseits, kein Ab, doch Abseits. Mal gucken, es... Ja. Es war total Abseits. Ne, für mich sah es eigentlich nicht so aus. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Ich will ja nicht der alte Mecker-Peter sein, der die Schiedsrichterentscheidung hier, die ja toll für uns sind, absolut schlecht redet. So, Loni darf ran. Loni darf ran. Und Loni gönnt sich erstmal. 8. Minute, der behinderte Kranich war nicht so weit. Er hat das Tor geschossen. Egal. Auf jeden Fall schnittig wie Sau. Und wenn man ihm schon so spielen lässt und so einen Ball zukommen lässt, dann sagt Loni sicherlich nicht nein. Macht sein, ich glaube, 8. oder 9. Saisontor. Eins von beiden. Er macht auf jeden Fall, kommt auf jeden Fall den 10 Saisontoren ein bisschen näher. Ha, super gerettet. Und es geht auf jeden Fall gleich weiter. Northampton nimmt den Schwung mit nach diesem 0:3. Geht es hier direkt weiter. Aber man muss auch dran denken, auf der anderen Seite 0:1 heißt gar nichts. Ich sage es jedes Spiel wieder. Ich sage es jedes Spiel wieder in mahnender Voraussicht, weil daraus, also aus jedem Vorsprung noch ganz, ganz viel Schlechtes werden könnte. Der Ball ist im Tor, es steht 2:0. Nein, natürlich abgepfiffen. Ganz ruhig, alles in Ordnung. Also dieses 0:1 sollte Rückenwind geben, sollte aber auch nicht zu übermütig werden lassen. Das ist immer ein ganz schmaler Grat, auf dem es zu wandeln gilt, was eigentlich eine Kunst für sich ist. Und es steht 2:1. Was eigentlich eine Kunst für sich ist. Eben genau diesen schmalen Balken zwischen Überheblichkeit und Selbstvertrauen zu erwischen. Aber der soll uns jetzt gar nicht mehr explizit stören. Wir schauen einfach mal, was hier so läuft. Und da wäre Nichols fast an den Ball gekommen, genau wie Loni. Also Torquay jetzt richtig am Schwimmen und auch mit richtig furiosen Aktionen, die es so hinten eigentlich überhaupt nicht geben dürfte, gar keine Frage. Nichols. Na, schafft es leider nicht, den Ball zu spielen. Loni kommt auch nicht ran. Wer möchte jetzt? Anscheinend möchte momentan noch keiner Torquay. Nein, erstmal zum Ausgeklärt. Zum Eindruck geklärt, also Torquay scheint jetzt einen starken Phasenanbruch zu haben. Sieht zumindest für den Moment mal so aus. Northampton kann, hat zumindest in diesem Angriff jetzt kein wirkliches Gegenmittel. Okay, jetzt. Alles in Ordnung. Und schon geht's rund. Nichols ab nach vorne. Nichols schickt Loni. Weiter geht's. Die Frage ist, was kann Loni machen? Flanke rein. Auf Carter der Versuch, aber so wird es nichts. Diegen vielleicht im Nachsetzen, aber auch hier der Ball versprungen. Also ein Torquay ist scheinbar der Gefahr bewusst, hat hinten jetzt gut zugestellt und zeigt ganz klar, mit uns nicht, Leute. Also noch nicht zumindest. Zitat Ende. So kann man das, glaube ich, wunderbar interpretieren oder so ähnlich. Und Carter darf gleich mal ran. Ah, Carter wollte irgendwie beide steil anspielen. Am Ende ist es keiner geworden. Loni. Na, wollte er doch jemanden steil anspielen. Loni, das war... Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das Handspiel war. Es sah zumindest nach einem klaren Kontakt mit der Hand aus. Deegan. Deegan, nicht ungefährlich.
Schöne Finte geschlagen, seinem Gegenspieler weggelaufen. In letzter Instanz aber leider nicht geglückt, dieser Schuss hier. Ball verliert Zweikampfduell und Loni ist wieder mal auf und davon. Der lässt sich heute hier überhaupt nicht stoppen. Er zeigt erstmal eiskalt, was er drauf hat. Und holt nicht den Eckball raus, nein, aber dafür den Montignac. Der Montignac, also nicht den Montignac holt den Eckball raus, sondern der Montignac hat den Ball bekommen. Oh Wunder, oh Wunder! Und Loni, da ist er. Loni, da ist er. Der Torwart ist da schnell genug da. Aber sowas ist jetzt gefährlich. Sowas darf Tauke sich überhaupt nicht erlauben. Gar keine Frage. Das muss sofort unterbunden werden. Natürlich nur in ihrem eigenen Interesse. Northampton wird dann sicher nichts dagegen haben, wenn noch ein, zwei so komische, schnittige Aktionen da dazu kommen. Loni dann laufend ein bisschen falsch eingeschätzt, sonst wäre es wieder gefährlich geworden. Also, ich glaube, ich muss da nichts mehr so zu sagen. Man sieht von selber, jeder sieht hier von selber, was bei Torquay nicht stimmt, beziehungsweise was Northampton hier eigentlich die ganze Zeit schon ausnutzen müsste, was bisher aber erst einmal gelungen ist. Jawohl. Und die Zweikämpfe passen auch. Also, wenn das passt, dann passt irgendwie alles. Zweikämpfe sind 90% der Miete, habe ich das Gefühl. Loni ist durch und auf Wiedersehen, Carter! Ja, da war die leichte Unsicherheit in der Stimme, ob Carter es wirklich macht, aber er hat es gemacht, nutzt den Fehlschuss in Anführungsstrichen von Loni aus. Da überhaupt keine Blöße. Schießt den Torwart sogar noch an, der nicht damit rechnet, dass der Ball genau auf seine Schulter kommt. Ja, oh Kahn, sage ich da mal als Fazit. Ich musste nach dem Spiel mal was trinken. Meine Kehle fuckt mich hier komplett ab. Meine Kehle macht gleich hier Protest. 1A Streik. Deegan. Oh, joi. Weltklasse gedacht. Um ein paar Millimeter hat es nicht gereicht, aber Weltklasse gedacht, dieses Zuspiel auf Loni. Also, schnittig ist noch total untertrieben. So, Zweikampf nicht gewonnen. Jetzt Torquay könnte aus dieser Situation Kapital schlagen, obwohl es 0-2 steht, aber 0-2, wie auch im letzten Spiel schon erwähnt, 0-2 muss gar nichts heißen. Ein Tor und das Ding ist wieder offen. 6 Tore, Ligaspitze. Okay, es war 6. Saisontor. Nee, es war das 6. Ligator, aber ich glaube, das 8. Saisontor schon. Oder das 9. oder so. Ja, ich kenne dich, ich tue das so. Ja. Und jetzt Bowden. Bowden darf ran. Und Bowden! Was? Moment mal. Was war das denn jetzt bitte? Also, wir wechseln die Kamera, okay. Bis hierhin war noch nichts. Okay, er kommt nicht an den Ball jetzt. Ich vermute Handspiel. Ja, Handspiel, alles klar. Das war sehr ungeschickt. Und Snetka darf die Scheiße jetzt ausbügeln. Nicht die Ecke nicht geahnt. Und Benyon mit dem Anschlusstreffer alles wieder offen. Wie gerade gesagt, ein Tor. Und schon steht hier jedem wieder das Tor offen, um was zu reißen. Loni. Ah, kommt leider nicht durch, aber es ist auch zur Halbzeit gepfiffen. Also, man merkt, Northampton, also, oder man merkt generell, keine Führung steht sicher wie ein Fels oder wie eine Mauer. Keine Führung steht sicher. Jetzt bleibt die Kunst noch, das Ding über die Zeit zu bringen. Vielleicht noch mit einem Tor dazu, kommt immer ganz drauf an. Loni kommt nicht durch, wird aber auch ziemlich bedrängt von 3 Gegenspielern. Andererseits auch nicht die schlauste Idee, da irgendwie alleine durchgehen zu wollen. Aber gut, man muss es auch mal versuchen, gar keine Frage. Abhaken, weiter geht's. Deegan darf durch, kommt an den Ball. Na, kommt nicht an den Ball. Sah für einen Moment so aus. Hat es aber leider dann nicht geschafft. De Montignac gegen Chapelle. De Montignac kann noch. That's what she said. Nein, klingt komisch, ist aber so. Nee, auch nicht. Loni macht auf jeden Fall weiter. Also egal, ob De Montignac kann oder nicht, Loni macht auf jeden Fall mal. Kann sich durchsetzen. Lässt sich nicht abbringen. Die Flanke kommt. Gut. Aber im Gegensatz zum Keeper vom letzten Spiel bleibt so eine auslinienahe Flanke ohne Konsequenzen für die Gastgeber. Und der Torwart passt auf. Und dann geht es gleich wieder in die andere Richtung. Torquay scheint also jetzt eine starke Phase erwischt zu haben. Zumindest tendenziell. Es macht den Eindruck, sagen wir so, es macht den Eindruck, als ob Torquay jetzt eine starke Phase hätte. Nichols, der Ball war schön gedacht, aber leider grottenschlecht gespielt von Loni. Und apropos Loni, er könnte, naja, es hört sich wieder komisch an, aber er könnte es weiter probieren, den Ball zu kriegen, und er schafft es auch.
Das ist jetzt zum Kotzen. Der schafft es immer wieder, aber niemals für die ganze Zeit. Also ist jetzt nicht schön. Na komm, Deegan gegen Nicholson wird nix. Tosa gegen Bowden. Tosa, dankeschön. Endlich mal ein bisschen Kompetenz hier in der Abwehr. Und sogar noch den Einwurf rausgeholt. Wunderbar. Erster Wechsel bei den Gastgebern nach irgendwie 50, 55 Minuten. Und auch Northampton wechselt. Nichols geht raus, Platt kommt rein. So, nächster Angriff. Hackett geht durch. Die Räume sind nicht sonderlich gut zugestellt, aber ein Abwehrspieler ist am Ende dann doch da, um was zu reißen. Einwurf gegen Northampton an dieser Stelle, okay. Das war jetzt, glaube ich, nicht so einfach zu entscheiden, weil da irgendwie jeder noch am Ball dran war, aber okay. Nächster Wechsel, Northampton, Hackett geht, Emerton kommt rein. Jetzt genau, gleich unter Bedrängnis setzen, gleich unter Druck setzen, überhaupt keine Hoffnung für Torquay aufkommen lassen, was zu reißen. Hat auch nur bedingt funktioniert, aber es muss ja nicht, sollte ein Ton sein, der angegeben wird, so ungefähr. Eine Grundstimmung, oder wie du es nennen möchtest. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Gefährlich. Gefährlich. Und ich glaube, jetzt besteht kein Zweifel mehr, dass Northampton gerade seine schwache Phase hat und die irgendwie überstehen muss. Der Wechsel kommt. Also, beziehungsweise Morris kommt. De Montagnac geht raus. Ball behaupten und ab nach vorne. Mehr kann man in dieser Phase einfach nicht machen. Danach, das sieht nicht gut aus, abseits, jawohl, Glück gehabt. Im Notfall muss eben auch mal ein Abseits für die eigene Mannschaft her. Irgendein Wechsel bei den Gästen, der Gastgeber, der mich nicht interessiert. Heißt übrigens auch, Loni spielt durch, weil Northampton alle drei Wechselmöglichkeiten schon ausgenutzt hat. Gut für Loni, ob es gut fürs Spiel ist, weiß ich nicht. Schön geschickt, Platt ist durch. Brandgefährlich, Loni mit einer Weltklasse-Idee. Man kann sich anders sagen, Loni mit Weltklasse-Idee, leider kann Platt es doch nicht zum Ende führen, beziehungsweise versenken, schade. Next Chance, Loni. Na komm, Loni kriegt den, verunsichert die Gegner wieder, aber ein richtiger Ballgewinn sieht dann doch anders aus. Jetzt aber Loni auf Platt, es steht 3-1, auf Wiedersehen, Northampton ist durch. Und so muss es dann eben aussehen. Da muss es eben mal so ein komisches Geplänkel sein. Mitten in die schwache Phase der eigenen Mannschaft mal ein Tor reinhauen. So geht's eben. Also Platt, den lässt er sich natürlich nicht mehr nehmen. Gar keine Frage. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Torquay jetzt noch so viel reißen wird. Aber ich bleibe auf jeden Fall mal gespannt. Deegan hat ganz klar gefoult. Wurde dann selber nochmal gefoult. Hätte also Rot für beide geben müssen. War dem Schiri aber egal. Alles klar. So gab es halt für keinen Rot und ist nur ein Freistoß. Platt. Morris. Na, da hat er vielleicht sogar gemerkt, dass wenn jemand kam, da hat er gleich mal abgebremst. Wer kriegt den Ball? Loni hat es geschafft. So. Loni, Platt. Nächster Versuch. Okay, jetzt wollen sie zu direkt spielen. Das ist jetzt das Problem. Also entweder über die Flügel oder was Besseres einfallen lassen. Aber durch die Mitte zieht jetzt nicht mehr. Da haben die Torquay. Ja, komm, das war jetzt Foulspiel. Also da haben die Gastgeber, was soll man da sagen, die Torquayer? Was ist das für ein Scheißname? Naja, das haben die Gastgeber auf jeden Fall jetzt dazugelernt und machen die Mitte für den Moment mal dicht. Platt, okay, das war ein Foulspiel, das sehe ich sogar ein. Platt positioniert sich dann schon mal, kriegt vielleicht auch gleich den Ball. Carter kriegt den Ball eben nicht gleich, ist auch okay. Jetzt kein Tor zu lassen, ganz wichtig, jawohl, super Abwehraktion und gleich wieder nach vorne. Das war jetzt wichtig, das Ding nicht zuzulassen. Hallo. Foulspiel, Junge, kennst du den Schiedsrichter? Foulspiel gegen Northampton. Also Northampton, der wird gefoult. Das ist jetzt zwar, das klingt für dich jetzt vielleicht wie die Brechung von Einsteins Postulaten oder so, aber komm schon. Der 27.000-jährige Downs mit seinen tollen weißen Haaren da. Und Emerton. Platt kommt da irgendwie durch. Kreativität sieht anders aus, aber es soll uns mal nicht stören. Loni
Loni, oioioi, Fallrückzieher am Strafraum, elegant, eloquent und realitätsfern. Die drei Worte, mit denen man es super beschreiben kann. Zack, platt, kommt nicht mal in die Kirsche. Wer will nochmal, wer hat noch nicht, wenn er doch die Wahrheit spricht, platt will nochmal und hatte aber auch schon, egal. Platt, 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 oi, das war knapp. Knappe Geschichte, also Fazit, Northampton mit keiner 100% überzeugenden oder glanzvollen Vorstellung, aber es reicht am Ende eben zum 1-3, weil die Chancen effektiv verwertet wurden, Torquay nicht so viel Spielraum gelassen wurde. Und dann geht es 3-1 hier an dieser Stelle auch vollkommen in Ordnung. So, 9,6 Loni, oh, lecker, 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 kann man auf jeden Fall so pfeifen. Kann man auf jeden Fall so pfeifen, oh, oh, so pfeifen, so pfeifen, So, 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 pfeifen, pfeifen, bam, 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 bam. Lassen wir das mal. Und da ist es. Northampton auf Platz 2. Nur Portsmouth ist noch weiter vorne. Wer ist denn? Okay, York City. Das nächste Mal also. York City gegen Northampton. Mein Name ist Loni. Bis zum nächsten Mal.